Hi meine Lieben, da bin ich endlich einmal wieder. Die Ferienzeit ist vorbei, jetzt habe ich endlich wieder Zeit, dass ich voll loslege. Und bevor wir mit dem Rivertable, den ich euch gestern angekündigt habe, losstarten, werden wir nun die Uhr, was ja werden wird, was ich aus dem Porzellan und mit Apfelholz gemacht habe, da war sie ja schon dabei, werden wir jetzt einmal versiegeln, damit wir die einmal fertig bringen. Apfelholz und Porcellino kennt ihr. Ich habe das Ganze wieder in diesen Blumenuntersetzer da. Und ich werde jetzt Pfingstrosen, die ich mir getrocknet habe, mit rein tun. Und vor einem anderen Projekt, was ich euch noch nicht vorgestellt habe, was auch noch kommt, habe ich da so blaue Reste mit hellblau und dunkelblau und ein bisschen Blattgold ist dabei. Und das werde ich zur Deko dann da auch noch machen. Also der Sinn ist jetzt einmal das Holz versiegeln und die Dekoration mit einarbeiten, damit es fest ist und ich dann die nächsten Schichten weiterarbeiten kann. Das Harz habe ich mir schon hergekriegt. Da werden wir jetzt ein bisschen was da hergeben, damit die Deko eben gleich fixiert bleibt und übers Holz, damit wir das versiegeln. Da ist ja vom BU-Harz, was ich auf der Rückseite da habe, das weiß ein wenig durchgerunden und jetzt habe ich da so eine weiße Linie drin im Apfelholz. Das ist ja auch wirklich, sowas gefällt mir über voll gut, wenn so Risse ein bisschen hervorstechen, weil sie mit Harz gefüllt worden sind. Und beim Holz, ja, weil es gut geschliffen hat, kann sein, dass ich eventuell sogar mit einem auskomme. Das war halt schon klasse. Weil dann kommt, ob wir es morgen oder was gleich fertig machen. Schau, dass wir da in jeden Ries reinkommen. Oder in jeden Spalt, der da so ein bisschen vom Überstand vom Porcellino ist. Und dann schauen wir, dass wir da die Pfingstrosen gleich noch schön mit. Ich hoffe, dass die Farbe stabil bleibt. Ich habe mit Pfingstrosen noch nie gearbeitet. Und ich hoffe einfach, dass die wirklich farbstabil bleibt. Weil sonst war so schade drum, die riecht sogar noch so gut. Also mit dem Granulat probiert es aus. Wenn ihr keine Blumen habt, dann braucht es ja eigentlich gar nicht über kaufen, sondern ihr trocknet es selber mit den Präpariersalzen, die es da so gibt. Da gibt es ja verschiedene Hersteller, da gibt es verschiedene Angaben und die halten man sich und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Nur es ist halt nicht jede Blume gleich und manche verlieren halt schon, und dann kommt es auch aufs Harz drauf an, irgendwie eine Farbe. Also beim UV-Harz habe ich die Erfahrung gemacht, da bleiben eigentlich alle relativ stabil von der Farbe her. Da ist mir eigentlich noch nie wirklich was passiert, weil das halt auch recht schnell aushärtet war. Ich glaube, das hat mit dem chemischen Prozess so einfach zu tun, dass die Farbe während dem chemischen Prozess so einfach ausschwappt. Oder vielleicht vertragen sie die Hitze nicht, die entsteht, wenn man es vielleicht einen zu hohen Guss macht oder was. Dann wird es ja härter und dann kann es sein, dass das einfach die Farbe von der Blüte nicht aushält. Aber sonst ist das selber machen halt wirklich schön, weil es gibt ja auch so viele Wiesenblumen, wenn man selber jetzt keinen daheim hat. Also immer, wenn ich spazieren gehe, finde ich eigentlich halt irgendeine schöne Blume. Und die ist halt hier jetzt aus meinem Garten, die Pfingstrosen, weil die habe ich. Die habe ich selber und meine Nachbarin hat mich schön versorgt mit Blumen. Die werde ich auch mit der Zeit, wenn es halt drauf ankommt, werde ich es auch verarbeiten. Das Apfelholz, schaut euch das an, wie das schön wird. Da richtig eine schöne dunkle Linie als Kontur. Da hat sie sich schon angesoffen. Ja, es ist auch wirklich trocken. Das wird schon saufen. Naja, einmal wäre es wahrscheinlich noch mit versiegeln müssen, bevor es weitergeht. So, und jetzt schauen wir noch, wie wir uns die blauen Steine da noch. Aber die möchte ich eigentlich gerade so ein wenig dekorativ. Ja, was meint ihr? Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Das lasse ich jetzt einmal so. Da drucken wir die Blüte noch ein bisschen ab. Aber schaut ganz gut aus. Dabei. Mei, ich hoffe, das bleibt, weil jetzt ist, weiß ich nicht, auszuschleifen nochmal.
Nein, hoffen wir einfach das Beste. Das überlegen wir uns, falls es war. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu viel Gedanken drauf verschwenden, dass es nichts wird. Da nochmal gleich nachher, wo das Holz schon wieder recht gesoffen hat. Ah, wunderschön. Bah, ich liebe Apfelholz. Nein, eigentlich bin ich generell ein Holzfan, muss ich schon sagen. Und dann in Kombination mit Harzen und mit Borsalino und wenn man da alles ein wenig machen kann, das ist ja doch herrlich. Da kann man sich austoben, bist du narrisch. So, also das lassen wir mal so. Und dann geht es morgen schon weiter. Wenn das schön ausgehört ist. Gut. Also dann wünsche ich euch dabei alles Gute, macht es gut, viel Glück bei euch eine Werke. Und ich freue mich auf morgen, wenn wir uns wiedersehen und wenn wir weitermachen. Also, bis dann, macht es gut.